Ah. Oh. Okay. Dann willkommen zurück zu Final Fantasy 12. Ja, okay, hat es nicht so lange gedauert, weil der Weg hat sich einfach wirklich hier unten geöffnet. Na dann. Der ganz da oben waren wir, oder? Ja, da ganz da oben waren wir am Anfang. Was bist du? Nichts Gutes bist du. Okay, stirb. Ach, den musste man besiegen. Ach, und der wird dann zum Speicherkristall. Ach, chillig. Okay, nice. Ja, komm, speichern wir mal wieder nach langem. Ja, warum ist so wenig Speicher? Ist einfach, weil es ja so oft speichert, das Spiel. Ich benutze. Alter, ich benutze sie eigentlich nur, um zu speichern. Ja, voll der Widerspruch, ne? Ich verwende die eigentlich nur, um mich zu heilen. Aber trotzdem sollte man Speicher nicht vernachlässigen. Ich meine, wenn ich das Spiel beende, dann mache ich es schon immer. Weil da vertraue ich dem automatischen Speichern dann auch nicht so ganz. Okay, Wahn scheint die Dinger nicht zu mögen, bei denen macht er einfach 1000 Schaden. Alles klar. Was ist das Ding da hinten? Naja, also die Schockwelle hat mich jetzt nicht so ganz geschockt. Ah, was ist das? Ey, was soll denn das denn? Komm zurück. Zurück, du Affe. Schattenross A, es gibt noch eins. Oh, das ist fies. Aber hat anscheinend nicht gewirkt. Ach doch, welche Tür sollen wir jetzt? Okay, eine mächtige Magiebarriere hält die Tür verschlossen, also wahrscheinlich da lang. Da, wo wahrscheinlich irgendwo noch Schattenross B auf uns wartet. Freue ich mich ja jetzt schon drauf. Das wird super. Gebilligt sind jene, die einen neuen Pakt willen sind. Andere sollen weichen. Ach, es ist, das war gerade die Tür mit der Magiebarriere, ne? Da ist wieder so ein Teleporter. Das heißt, kann man sich jetzt wieder zurückteleportieren? Soll man das machen? Ich meine, in dem Raum ist nichts anderes. Weil da gab es ja noch zwei Türen, wo man noch nicht lang konnte. Ne, das ist wirklich nichts anderes in dem Raum.
Ja, jetzt sind wir wieder hier. Ich meine, es gibt ja nur die zwei Türen. Mit Unheilkeim wird die ja. Ja, okay. Jetzt kommen wir hier lang. Ich meine, es hätte auch sonst keinen anderen Weg gegeben. Weil die andere Tür hieß ja, die ist von der anderen Seite verschlossen. Lass die nicht zaubern. Dankeschön, Leute. Na ja, gut, so viel Schaden hat's gar nicht gemacht. Für das, dass es ja auch ein Schattenzauber ist. So gerade das, was Ash ja hat. Wieder mehrere Wege, ha? Huh? Ja gut, okay. Mehrere Wege jetzt nicht wirklich, aber. Aua. Was? Ich dachte, das wär ein Eisdinger. Die speien ja Feuer. Nein! Wieso tötet ihr es denn nicht? Ihr steht direkt davor. Okay, holen wir Waren wieder rein. Für die brauchen wir halt Fran dann. Ja, apropos. Verdammt, Alter, das Ding explodiert. Also langsam irgendwie die Vermutung, dass das mit dem Eis gar nicht stimmt. Oh, Refleck, ey, das ist ziemlich cool, tatsächlich.
denn? Reflekt. Reflektiert quasi die Zauber, die dir zugefügt werden. Das heißt, wenn jemand Feuer auf dich einsetzt, dann wirst du das einfach reflektieren. Nur leider ist das Ding einfach Accessoire Lizenz 15. Das heißt, wir können es nicht ausrüsten. Aber wir haben es. Das heißt, das möchte ich auch gerne behalten. Obwohl, kann es vielleicht irgendjemand anderes. Sieht unwahrscheinlich aus tatsächlich, aber. Accessoire, ja, bei weitem nicht. Bei ihr ist es dort. Das heißt, sie kann es bald haben. Es braucht nur ein paar mehr Dinger, dann kann sie es ausrüsten. Ah, sie kann es. Na, dann bekommt sie es. Das heißt, Ash kann jetzt mit Zauber keinen Schaden mehr zugefügt werden. Egal welchen Zauber. Also, die kann schon noch Zustandsveränderungen bekommen, aber jetzt Eis, Feuer, Blitz, sowas wird bei ihr jetzt nichts mehr machen. Obwohl, das kann auch von Nachteil sein. Das kann auch von Nachteil sein. Weil wenn zum Beispiel ein Feuer, also zum Beispiel so eine Feuerkugel, ihr Feuer zufügt und sie es reflektiert, wird er geheilt durch das Feuer. Das heißt, man kann es quasi beide Wege sehen. Ich würde eigentlich sogar sagen, das ist sogar eher nachteilhaft an Equips. Nein, kein Eisra. Was mache ich denn jetzt für einen Scheiß? Die MP, die heilen so krass, ne? Wir heilen die ganze Zeit uns und das Heilt ist schon eigentlich fast wieder geheilt. Also bei Balthier und Ash. Getreue Kriegsherren seit meiner Untertan und erblickt das große Judikat-Schwert. Okay, Statue untersuchen. Ein geheimer Drehmechanismus verbirgt sich im Sockel. Offenbar kann man ihn bewegen. Ich mach mal noch nichts. Ich lasse es mal kurz sein. Weil hier kann man nämlich noch weiter. Vielleicht muss dann erstmal hier was herausfinden. Leck mich am Arsch, ey. Die Dinger sind halt echt überall.
Bringt dir nichts. Wir brauchen keine Zauber. Da unten war mal vorher, ne? Die Dinger sind immer ganz gemein, wenn man, wenn die groß genug wären, explodieren die einfach und machen so einen so einen Kamikaze-Angriff. Das hier führt uns gerade zurück, ne? Glaube ich. Ja, weil da hinten sehe ich nämlich die eine Tür. Also die, wo von der anderen Seite verschlossen war. Ja, dann springe ich kurz mal, mache ich kurz eine Verschnellerung. Oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Ja, danke für die 300 Gil. Hier geht's auch nochmal einen Weg. Also unter Umständen geht's hier vielleicht sogar weiter. Nicht durchgehen. Nur aufschließen. Oder keine Ahnung halt. Du hast die Tür aufgeschlossen, was weiß ich. Warte, das ist unsere komplette Karte. Ne, da unten geht's nicht weiter. Okay, da unten ist wirklich eine Sackgasse auch. Habe ich aber noch gar nicht erkundet jetzt. Geh mal schnell hin. Ja, neu gespawnt. Ah ne, den haben wir gar nicht gesehen. Ja, also weißt du, da kann. Da wäre es halt besser gewesen, wenn einfach gar keine Kiste gewesen wäre. So 88 Kill. Yeah.
Alter, was beschützt ihr hier unten? Warte, was? Schön. Ich war anscheinend versteinert. Oh, Platinschwert. Obelisk-Lanze. Schön. Trotzdem ist das Eisschild. Für den Fall. Aber Platinschwert, das schmeckt. Was habe ich sonst noch bekommen? Oh, warte, Ninja-Schwert. Die habe ich doch auch die Lizenz mit Waren. Ja, genau. Ich habe mir extra die Ninja-Schwert-Lizenz geholt. Jetzt kommt die End. Jetzt hat die endlich mal Nutzen. Geil. Okay, das ist nice. Das hat sich echt gelohnt. Zwei geile neue Waffen für unsere Kutsche. Und eine geile Detonationsfalle. Und wieso spawnt ihr alle nochmal neu? Wo ich gerade erst besiegt. Waren die da unten? Machen wir auch schon. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen, oder? Ne, hier oben haben wir auch, glaube ich, noch nicht geguckt. Alter. What? Das Ding explodiert, willst du mich verarschen? Aha. Das ist doch echt ein Albtraum mit diesen 4 Gil, Alter. Und das ist die Statue, die man drehen kann, oder wie? Och nö, es gibt noch eine Statue, die man drehen kann. Finden wir dazu irgendeine Lösung oder so? Weil, woher soll man wissen, in welche Richtung man die drehen soll? Ich meine, ich laufe jetzt erstmal hier lang weiter. Ja, natürlich spawnt die alle wieder neu. Warum auch nicht? Ich möchte raus. Verdammt. Mir hat niemand gesagt, dass jetzt ein Bosskampf kommt. Immerhin haben wir noch die Waffen. Unreif Aura. Okay, gut geblockt, was auch immer das ist. Oh, scheiße. Wow. Was ist, ich konnte das jetzt aus. Oh mein Gott, Haas dauert ewig. Nee, mach was anderes.
Ja, Haas, darf ich nicht vergessen, dass ich das habe, aber dauert es wirklich so lange, das auszuführen? Was für ein Gemach hat er mir gegeben? Guckt euch den Ball. Ja. Alter, was? Ist Gemach immer so langsam? Eigentlich habe ich sogar eine Gambit-Einstellung von ihm gehabt, dass er die automatisch auf Haas macht, die in meiner Gruppe sind. Habe jetzt gar nicht dran gedacht. Ja, danke, danke. Ja, kann ich jetzt auch verschwinden? Hallo? So, und unsere Reise wird jetzt hier im nächsten Part weitergehen bei Final Fantasy 12 und bis dann und ciao.